Oh Gott, Hilfe! Ich spüre meine Beine nicht mehr. Ich spüre meinen Körper nicht mehr. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA Online. Pedizel hat sich ein neues krasses Auto gegönnt. Allerdings habe ich in letzter Zeit mitbekommen, dass Modado, Manuel und Zombie richtig krasse Karren haben. Und ich brauche Kohle, Leute. Und wie kriegt man besser Kohle, als indem man irgendwelche Supermärkte überfällt? Und das machen wir heute in meinem neuen Auto. Den habe ich mir tatsächlich gekauft. Alter. Übrigens, im späteren Verlauf möchte ich gerne so eine geile Jacke haben wie Zombie. Ich hoffe, die gibt es auch in Orange. Warte mal. Hier, ich gebe dir was. Paletti, ich gebe dir was. Was willst du mir geben? Immer. Den neuesten Stoff. Alter. Ja! Okay. Dankeschön, Manuel. So, steigt alle ein ins Aslak Mobile. Ich find hübsch, muss ich sagen. Und ist auch ein Hybrid. Das bedeutet, ich habe kaum Kosten, wenn wir jetzt zum nächsten Supermarkt fahren. Ach, ich habe kurz gedacht, er kann im Wasser fahren. Alter, machen wir dann sogar Gewinn? Ich habe mitgedacht, Leute. Ich habe mitgedacht. So, kann mich einer irgendwie zum nächsten Supermarkt lotsen? Ja. Okay, perfekt. Irgendwo Sie den lang. Straßenverlauf. Nächste links. Okay. Hoffentlich. Ich muss auch aufpassen. Ja, war richtig. Okay, So, okidoki, Leute. Wir müssen das wirklich ernsthaft angehen. Okay. Also niemanden von denen. Oh Gott! Warte doch. Okay. Ich mische mich in das Volk. Ich schaue mir hier eine Limo. Ja, genau. Warte, Maudado geht als erster rein und guckt mit sich. Mit erhobener Waffe oder ohne? Nee, du guckst erstmal. Du guckst erstmal so ein bisschen. Manuel! Ja! Komm da runter! Oh, okay. Okay, Maudado Hallo, geht guten vor. Guten Tag, ich schaue mich nur um. Ja, ich guck, ob der Kassierer schon reagiert, okay. Alter, geht erstmal alle einfach rein. Leckere Chips. Oh, leckere Donuts. Okay. Ich glaube, davon nehme ich mir einen. Dürfte ich den da bitte essen? Ich hätte gerne einen Sprung. Was? Verhaltet euch ganz normal. Okay. Und jetzt komme ich rein! Gib mir deine Scheißkohle! Er rennt! Wieso machst du denn? Gib mir dein Geld! Er rennt weg. Was macht er denn? Er soll mir doch das Geld hier geben. Er hat Panik. Aber er hat keinen Alarm gedrückt, weil er direkt weggerannt ist. Das ist eigentlich richtig gut. Gib das Geld. Okay, sehr gut. Ich sammle das. Alter, das gibt ordentlich Money. Hat ihn getötet. Man kann auf die Kasse schießen. Hast du auf die Kasse geschossen? Nee, ich hab sie einfach leergeräumt. Kannst du auch einfach so? Wie Polizei? Da sind die Bullen. Oh, oh. Ich will Gott. Nee, das ist keine Polizei. Lass die Stelle explodieren. Das war irgendeine andere. Das war eine Frau. Das war, hä? Wieso hat die auf uns geballert? Kommt alle schnell rein. Alter, ein ziviler Polizist? Ja, das war, glaube ich, wirklich eine mit zivilen Sachen. Zivilcourage. Ja! Loser! Ja, ich hab das schon direkt gesehen. Oh Gott. Die dürfen mein armes Auto nicht zerstören. Oh, warte mal, hier sind wir bei GTA San Andreas gerade. Ja, da wohnt CJ. Ja, da links wohnt CJ. Oh, cool! Ja, warte, so cool ist das. Oh Gott, CJ, sorry! Das war nur CJs Bruder. Hast du schon genügend Geld oder brauchen wir noch einen? Es wäre noch ganz gut, wenn wir noch ein bisschen uns was holen. Aber dazu werden wir das Aslak Mobile verlassen, steigen hier ganz kurz in den nächsten Flieger. Und ey, ich hab's in dein Auto gemacht. Mal hier ich hab das. Alter, Scheiße. Ab in den Müll mit dem Auto. Okay. Der Müll hat einen Kratzer gemacht. Hat nicht ganz so gut funktioniert. Ich komm nicht raus. Ich komm nicht raus. Was? Wieso werden wir nicht hochgespawnt? Also jetzt. Hä? Ich werde angeschossen. Wir müssen irgendwie zum... hier links lenkt Zombie. Scheiße. Okay. Folgt Zombie. Oh, die Bullen, Alter. Da geht's die Bullen. Wir müssen unbedingt ins Flugzeug, dann holen wir uns irgendeinen so einen Laden in der Wüste. Das ist kein Problem. Schnapp ihn dir, Zombie. Helikopter rechts, Flugzeug links. Ja, warte, wir müssen erstmal... Ich rette dich! Ja, Flugzeug ist besser, oh Gott. Oh. Dann steig ein. Der Heli ballert mich ab. Gott. Schnapp ihn dir, Manuel. Hab ich schon. Okay, nice one. Soll ich mit einsteigen? Ja, alle rein ins Flugzeug. Kommt, folgt mir. Wir schaffen das. Hallo? Oh, oh. Schnell. Oh, alle rein, Maudado, Maudado, schnell. Okay, rein. Fahr. Oh, nein, nicht dagegen, Egal, das geht, Nee, alles gut, okay. Jo. Ja, warte. Was macht denn eine Heli? Der Heli. Sauber. Was für ein geisteskranker Bulle. Zack. Oh, wir haben 4 Sterne, scheiße. Ja, warum wohl? Keine Ahnung. Weil wir so nett waren? Okay, Leute, das ist kein Problem. Jetzt geht's in Urlaub, Leute. Den haben wir uns verdient. Ja. Schön wohin? Ab in die Wüste. Ja, in die Wüste. So. Da holen wir uns noch mal ein bisschen mehr Können Cash. Können wir nicht einfach das Flugzeug verkaufen? Das wäre... Was war das denn gerade? Nix. Hast du das im Flugzeug? Konntest du das zünden? Okay. Hä? Warum? What the fuck? Wenn wir noch einen Laden überfallen, dann lade ich euch alle zu einem richtig schönen Urlaub.
auf Mauritius. Aber wie viel Geld ist denn da in der Kasse? Nicht viel. Ja, da war tatsächlich kaum was drin. Ja, das Ding ist, ihr habt alle die tollen Autos und ich fahre so ein Hybrid-Auto für 25.000. Und warum gibst du uns dann den Urlaub aus? Ja, weil ich ein netter Kerl bin. Oh. Weil ich werde das Geld sparen und da vorne seht ihr, was wir mögen. Irgendwann, ich werde das Geld auch noch ein bisschen Schauspielunterricht stecken und irgendwann gehört mir das hier alles. Rechts von uns ist ein Laden. Oh, echt? Ja. Und du hast die Polizei sogar abgehängt. Oh, haben wir? Ja, perfekt. Warte, dann lande ich hier irgendwo. Okay. Landen, ha. Ja, warte doch da unten. Achso, müssen wir nicht aussteigen. Nee. Ich lande. Oh, nee, warte. Ich drehe nochmal. Gott. Doch, das sieht eigentlich nach einer geeigneten Stelle aus. Oh Gott. Ja. Oh Gott, diese blöde Maus. Oh. Mann, wieso kann ich mich denn nicht schneller drehen? Das ist die Straße. Physik. Ja. Oh, das sieht gut aus. Ja. Er wird schaffen. Ja. Perfekt, Alter! Und das ist schon unser neues Auto. Zack! Warum wirst du kein Pilot? Ja, das frage ich mich auch. Warte, ich schneid den weg. Alle raus. Du, jetzt nicht sprengen. Genau. Das sind zwei Vier-Sitzer. Nein. Achso, okay. Bist du ein Viersitzer? Ja. Sehr gut. Kommt alle rein. Entschuldigung, Ma'am. Wir leihen uns den nur kurz aus, um klauen zu gehen. Okay, Laden ist markiert. Perfekt. Doch nach hinten, P-Diesel! Nein, nicht aktiviert. Das nicht. Nein, warum denn? Damit hätten wir doch weiterfliegen können. Oh. Aber kein Problem, ich kenne einen, der gibt uns einen neuen. Neues Flugzeug? Ja, genau. Genau, was genauso aussieht. Zwei Sterne. Oh, ja, scheiße. Bevor wir den blöden Laden überhaupt betreten haben. Ja, warte, ich mach das, Alter. Ich hier, sorry, Alter. Ich mach einen Anruf, alles okay. Okay, ruf Papa an. Okay, ich bin Polizeichef. Oh, da gab es einen kurzen Crash. Kein Problem, ist ja nicht mein Auto. Alles okay. Die Fliehkräfte jucken mich nicht. Was ist denn los? Ich bin nur ganz. Ich war bleib nicht mal lieber beim Pilot. Ja. Okay. Lass mal fahren, Alter. Ich hab einen Führerschein. Ja, nicht mehr lange. Ja, sehr so, okay, Doggy. Gleiche Taktik wie eben. Obwohl, wartet, ich gehe diesmal als Erster vor. Ja. Und talk erstmal mit den Leuten. Soll ich ein bisschen Tränengas reinwerfen? Oh Gott, warte. Guten Tag. Sie müssen nicht. Nee, ist alles gut. Guten Tag. Ich hätte ganz gerne einmal einen Lottoschein, dann einmal irgendwie. Oh, was sind das denn für Heftchen? Das ist ein Überfall! Oh Gott! Gib mir das ganze Geld! Okay. Ja, schnell! Pass auf, ich drin. Ja, warte, ich bedrohe ihn auch. Los! Hier, ich hab Tränengas! Ja, Alter, ich mach's halt alles komplett hier kaputt. Wie viel Geld hatten der? Oh Gott, wie viel war's? Alter, 1300. Ja, aber das brauche ich doch, das Geld! Das Geld geklaut! Ich hab ihn in die Hand geschossen, schnell! Okay, weg. Einfach nur in die Hand. Warte, der Heli, komm, warte, Daily ist da, nicht schießen! Ach so, okay. Perfekt. Oh Gott sei Dank, okay. Steig ein. Jojo, mach ich. Weg mit dir. Ja. Oh Gott. Okay. Okay, ich spreng den Laden, ja! ich hab sogar einen neuen Rang, Leute. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Na guck mal, wir haben jetzt wieder genau dasselbe Teil wie vorher. Sieht genauso aus. Aber es wäre so cool gewesen. Das wäre der perfekte Coup mit unserem da perfekt gelandet, da von da aus wieder gestartet. Und wir wären Götter gewesen. Aber wir dann sind kam Götter. Und dann wurde dir das Geld geklaut. Ja, genau. Erst das mit dem Flugzeug, dann casht Zombie selber ab. Weil dann Gierschlund ist und wenn ich die 1300 gönnt. Das ist wieder. Das ist mein Freedom Squad, Alter. Oh Gott, oh Gott. Wird auf uns geschossen? Ja, warte mal, ja, ich kläre das. Ach, Palutin, weißt du, wenn du schon so nett bist. Ja. Tack, hier hast du die 1200. Alter, geil! Zombie hat mir 1200 Dollar geschickt. Das geht? Ja, man kann alles aus dem letzten Job immer teilen mit seinen Gruppenmitgliedern. So. Oh, da unten ist auch ein Klamottenstore. Da unten kann ich doch direkt raus. Oh, Alter. Das will ich aber ordentlich geballert. Das sind sogar zwei Klamotten? Läden. Ja, direkt raus, Leute. Ja. Kommt. Was? Ich bleib drin. Ich bleib da drin. Moment mal. Oh Gott. Zieh doch. Ich bin tot. Alter, ich hab perfekt vom Boden gezogen. Weil du auf einmal ausgestiegen bist. Ja, aber nicht mit Sternen in den Kleidungsladen, bitte. Danke. Ja, ich bin hier relativ safe. Oh. Nein, nicht der Helikopter zu mir. Ganz weit draußen in der Walachei. Bitte! Hallo, Manuel! Oh. Paluten, hier könntest du dir auch die Jacke kaufen. Die Jacke? Hä, deswegen wollte er ja doch hier landen. Oh. Kann ich doch hinfahren. Wartet.
Dann füll der nicht einfach mal. Guck mal, die sind hier sogar aufgestellt. Warte, hier ist noch ein Laden. Ah, nee, warte. Erst kaufe ich mir neue Klamotten. Okay, ja, Manny, wo bist du? Das Geld hier neben dir. Du musst ja schick aussehen für einen Überfall. Stimmt. Ja, wohin? Hier bei mir. Ach, da zu denen, okay. Warte. Gratis. Jetzt gibt's neue Klamotten. Da stichst du immer nicht mal. Für Aslak PPP Dizzle. Guck mal, hier sind die sogar ausgestellt, die Jackenpaluten. Hier links. Oh. Alter. Toll. Aber so richtig in Orange gibt's die hier nicht. Und der Sportjacken sind die. Sportjacken. Musst du mal gucken, ob da irgendwas für dich dabei ist. Oh, komm schon, bitte, bitte, bitte. Nein, es gibt nichts in Orange. Ja, aber ich glaube, das Ding, das nehme ich mal vorsichtshalber. Genau, orange-roter Parker, das gibt dem Ganzen ganz neues Level an Swagness. Perfekt. Zack. So sehe ich auf jeden Fall. Oh, Alter, ich habe mich sowas von... Oh, bist du schick. Ja, Mann. Bist du ein Detektiv? Ich sehe so ein bisschen. Wie so eine Mischung aus Clown und Detektiv. Mischung. So, ich brauche noch neue Hosen. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, Aslak Pedizzle hat ein definitives Upgrade. Wie siehst du denn aus? Was soll das denn heißen? Ich habe ein krasses Upgrade gemacht. Die Ladies lieben das Outfit. Ah, geil, danke. Die ganzen Damen, die jetzt hier zuschauen, das ist doch ein astreines Outfit. Also, wenn da jemand zum ersten Date so ankommen würde. Also, da Nein zu sagen, wäre praktisch ein Verbrechen. Also, ich bitte euch. Obwohl ich immer noch sehr, sehr neidisch bin auf Zombies Outfit. Also, das ist das nicht in... Oh, Maudado, Alter! Findest du meine Stiefel? Zombie, irgendwas ist mit dir... Wuff. Irgendwie siehst du anders aus. Alter, Pedizzle, zwei Geschäfte ausgeraubt und schon so einen Wagen? Ja. Hey, das ist läuft. Meiner. Oh Gott! Oh. Womit habe ich das verdient? Was war das? Vor allem, du warst auf der einen. Kommst du noch nicht? Oh nee, ich darf keinen Stern bekommen hier. Ich geh schon mal rein. Ich bedrohe ihn schon mal. Hallo. Ich komm. Guten Tag. Ich kauf erstmal Snacks bei ihm. Erstmal eine Cola. Und ein Pisswasser. Und Meteoroid. Was auch immer Meteoroid ist. Okay. Ja. Und jetzt hole ich mir mein Geld zurück. Gib mir mein Geld! Ja, komm. Los. Zack. Schieß auf die Flaschen, das macht ihm Angst. Ja, okay. Ich schlag die Flaschen kaputt mit meinen. Schieß ein bisschen auch auf Maudado. Ja, okay. Oh, tut mir leid. Ich habe ein bisschen deine Boots verschmiert. Oh, kein Problem. Wie lange braucht der denn? Dankeschön. Ja, oh, 1100. Läuft. Okidoki, los geht's. Hey. Zünde Turbo. Los. Hey. Tschüss, Leute. Was ist denn mit Maudado? Ihr lasst einfach einen alten Mann zurück. Ey. Oh Gott, ja, okay, schnell wieder zurück. Wir brauchen ein Vierer-Auto. Okay. Leute. Ja, hallo, wir kommen. Oh Gott. Blut, tut mir leid. Auto. Das erste Mal, es war wirklich nicht meine Schuld. Ich bin wirklich nur unbeteiligter Beifahrer. Ich hab was gefunden, zufällig. Ja? Hier sind so komische Männer gewesen, die haben mir ein Auto da gelassen. Okay. Wo seid ihr denn? Seid ihr da hinten? Ja, wir fliegen gerade durch die Gegend. Achso, nee, das seid ihr gar nicht. On the way, on the way. Ja, ich bin tot. Von wem? Bullen haben mich einfach niedergeschossen. Das ist Maudado. Okay, wir brauchen... Maudado, kannst du irgendwie ein Viererauto besorgen? Ja, ein Bullenauto ist da. Ja, genau, zum Beispiel. Genau, wir holen uns ein Polizeiauto. Da bist du da oben? Ja. Ja. Da ist er. Ja. Nee, okay, steig ein. Warte, fahr du ruhig. Bring uns in Sicherheit. Ja, oh Gott. Bring uns in Sicherheit in die Berge, Manuel. Ja, was ist mit Maudado? Der ist tot. Vergiss ihn. Ich rette den. Maudado. Den hol ich noch. Nein. Gott. Okay, ich hab den einen oder anderen Polizisten neutralisiert. Der Reifen. Maudado? Der Reifen. Ja. Wo schiebst du denn deine Ecke? Hier bin ich gespawnt. Genau, da hat ein Wagen hier schon aus. Oh, steig schnell ein. Oh Gott, ey. Ja, oder wir steigen in den Humvee. Oh, warte. Ja, das ist besser. Der Wagen ist schon so dicht. Oh. Stimmt, den da, der ist besser. Oh, jetzt geht er. Oh. Den größten möglichen Umweg. Alter, so bin ich wie Arnold Schwarzenegger. Der hat auch immer so eine fette Karre. Ist auch gut. Erst fahre ich so einen Hybriden und jetzt so ein Ding, was mindestens 40 Liter auf 100 Kilometer verbraucht. Ist aber kein Problem. So, 4 Sterne. Sag mal, Leute, wo ist eigentlich mein Auto? Ich weiß es nicht. Das ist beschlagnahmt worden. Oh, danke. Ja, du wurdest getötet. Was? Wird getötet.
Was? Oh. Was tust du da? Ja, deine Leiche wurde dann verhaftet. Ich fahr in die Freiheit. So, meine Damen und Herren, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schaut bei Zombie Mautado und Jam Let's Play vorbei. Und das war's. Haut rein. Ciao, ciao. Tschüss. Oh Gott, Hilfe. Ich spür meine Beine nicht mehr. Ich spür meinen Körper nicht mehr.